Der Radio Regenbogen Campus Report. Rund 200.000 Menschen im Jahr brauchen in Deutschland eine Hüftprothese. Wenn das Gelenk abgenutzt ist, muss ein künstliches Gelenk her, damit sich die Patienten wieder schmerzfrei bewegen können. Inzwischen gibt es neue Methoden und sogenannte Mikroprothesen, die sehr schonend implantiert werden können. Am SRH-Klinikum Karlsbad-Langensteinbach wird diese Methode seit kurzem eingesetzt. Antti Soranius berichtet. Die neue Mikroprothese ist, wie der Name schon vermuten lässt, sehr klein. Der größte Vorteil ist, dass kaum noch Knochen abgetragen werden muss, um sie am Oberschenkel zu befestigen. Der Chefarzt im SRH-Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, Dr. Jan Zöllner, gehört zu den 8 Ärzten in Deutschland, die diese OP durchführen dürfen. Es ist technisch sehr aufwendig und ich denke, das ist von Seiten der Industrie, die das Implantat entwickelt hat und sehr vorsichtig in den Markt bringt, dass alle Operateure auch eine eigene Schulung durchlaufen müssen. Das heißt, es gibt ein Ausbildungs- und Trainingszentrum, wo die Operateure, die über dieses Implantat oder ihrem Patienten zur Verfügung stellen müssen, erstmal durchlaufen müssen. Die Operation ist zwar schonend für den Patienten, aber für den Arzt ist es eine große Herausforderung. Da wird eine Präzision verlangt, wie man das sonst nur von Feinmechanikern kennt. Wir haben hier die Möglichkeit, den gesamten Schenkelhals zu erhalten. Wir haben durch dieses Mikroimplantat die Möglichkeit, noch weichteilschonender zu operieren. Das heißt, die Muskulatur, die die Stabilität der Hüfte gewährleistet, die häufig in Mitleidenschaft gezogen werden kann, kommt überhaupt nicht mehr in Kontakt bei der Operation. Das heißt, diese Muskulatur, die die Stabilität macht, bleibt völlig unberührt von dieser Operationsmethode. Für die Operation kommen nur Patienten in Frage, die jünger als 65 sind und Patientinnen müssen jünger als 60 sein. Auch der Knochen muss noch gut in Schuss sein, er darf also nicht weich sein, sagt der Chefarzt im SRH-Klinikum Karlsbad-Langensteinbach, Dr. Jan Zöllner. Wir wissen, dass die Patienten immer jünger werden, die zu einer Hüftendoprothese anstehen, aufgrund des Verschleißes, eine Arthrose. Und wir wissen auch, dass wir Lockerungen haben, das heißt, die jungen Patienten haben immer das Problem, dass sie mit einer zweiten oder dritten Operation rechnen müssen. Das heißt, für uns ist es wichtig, je mehr Knochen wir erhalten können, umso besser ist das für die Folgeoperationen, die dann in 12 bis 15 Jahren so nach Durchschnitt etwa immer auftreten. Das Mikroimplantat lässt sich leicht entfernen. Wenn dann eine neue herkömmliche Prothese eingesetzt werden muss, finden die Ärzte einen guten Zustand vor. Fast so, als hätte der Patient noch nie eine Hüftprothese gehabt. Antti Soramies, Campus Report. Hier an der Uni. Der Radio Regenbogen Campus Report. Mehr unter srh.de.